Ja, es sind ja von der Erde geflüchtet in dem Spiel und dann auf diesem Planeten gestrandet. Und die Freigabe zur Landung kam aber früher, als die Erkunder eigentlich wollten, weil sie quasi so gesehen verraten wurden. Und dann kam ein Anomaliesturm, so was Ähnliches wie jetzt hier ist, ne? Das hier. Das sieht auch geil aus. Das ist ja die Schwerelosigkeit auch ein bisschen manipuliert. Und guck mal, wie das Ding hier wackelt. Eieiei. Und ja, und dadurch gab es dann auch irgendwann diese Fähigkeiten, die man hat, die Charaktere haben. Und jetzt bilden sich mehrere Gruppen, die gegeneinander quasi auch kämpfen. Ne? Rebellen und Überlebende und was weiß ich nicht alles. Und Mutanten. Aber es gibt auch heimische Bewohner auf diesem Planeten und die werden wir auch noch kennenlernen. Und ich glaube sogar, das kommt jetzt demnächst. Also es dürfte nicht mehr allzu lang dauern. So, holen wir nochmal Muni mit. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Unten oder oben? Das ist egal, finden alle Wege nach Rom. Kraftwerk. Ah ne, hier ist glaube ich noch eine Sidequest. Würde ich dann auch noch gerne machen, gerade im Kraftwerk drin. Da müssen wir nämlich eigentlich nicht hin. Naja, das ist eine historische Inspiration. Es gibt ja immer so historische Sachen zu sammeln. Und dafür muss man dann eben quasi den Spot finden und eine Mission abschließen. Hier durchsuche. Nee, räume mir das Kraftwerk frei, genau. Bum, 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 bum. Ah, ich brenne. So scheiße aber auch. So, Jägerrang 3, okay, was ist denn das gewesen für eine Herausforderung? Na, das sieht man jetzt gar nicht so. Kommt nicht direkt auf die dementsprechende Herausforderung. Ah, yo, 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 da kommen glaube ich auch nochmal Captains oder so. Könnte nochmal heftig werden. Das ist geil, guck mal, ich kann hier Massen. Wenn jemand Eis möchte. Alter, gibt's im Angebot. Ja, frisst das. Nice. Das Pumpgun-Gameplay finde ich richtig geil. Das ist fast irgendwie Gears-Feeling. Na, normalerweise wird es bei Gears wird es ja so aussehen. Ich zeige das jetzt mal kurz, einmal als Vorführung. Ich mache eine Rolle, ich mache einen Punch und dann pump ich aus der Hüfte. Das geht halt nicht so ganz mit diesem Charakter, weil der Schlag zu lange dauert, ne? Aber wenn du ihn schlägst und der eingefroren ist, dann kannst du es natürlich auch machen. Was ist mit dir? Unten ist der Mörser. Bom, 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 Bombardement. Ich bombardiere dich jetzt auch mal, du Mörserpenner. Uhuhu! Ja, ein Esch aber. Komm, mach mal Freeze. Keep Freeze, Baby. Jawohl, Weltstufe 6, Leute. Das haben wir. Ich habe ja nicht automatisch hoch eingestellt, ne. Weil man kann auch einstellen, dass er automatisch die nächsthöhere dann immer annimmt. Automatisch die höchste verfügbare Weltstufe. Oh, der steht im Feuer. Der Eierenäscherer hat sich selbst eingeäscht. Hahaha. Idiot. Das wäre so, als würde ich mich selber einfrieren. So, Bomb.
Bomb it, Baby! Okay. Läuft aber besser schon, ne? Jetzt, seit wir das LMG haben, läuft es wieder ein bisschen besser. Der. Ah, da unten. Boah, noch von denen. Wie geil. Hinten. Nee, das war nicht hinter mir, oder? Lol. Also die Frier, das Frier-Ding hier ist auch richtig nice, ey. So, da hinten ist noch eine Kiste. Haben wir noch zusätzliche Belohnung bekommen. Oh, das war ein Ghost 2 Spezialanfertigung. Das ist ein Gewehr. Vielleicht sogar besser als die Pumpgun momentan, weil, ja. Oh, jetzt haben wir hier wieder SMG, aber SMG habe ich keinen Bock drauf. Warte mal, Grüne können wir sowieso alle wegmachen, die brauchen wir nicht. Und Weiß auch. So, da haben wir nix. Das hier, was war denn das hier? Peiniger verursacht eine kleine Explosion, die in einem Radius, das ist genau das, was wir auch drauf haben. Ah genau, das ist ja die für die Raketenbatterie. Da könnten wir das hier eigentlich mal verschrotten. Und dann kriegen wir den Mod noch dazu. Können wir diesen Mod auch später irgendwo anders drauf machen. Hier, initiale Explosion. So. Da wollen wir doch mal testen. Da oben ist das, glaube ich. Ne, warte mal. Wo ist denn das Teil? Wo ist denn die historische Scheiße? Yo, hello there. Hab ich das? Achso, warte mal. Wir gehen jetzt auch mal gerade nicht auf Weltstufe 6, aber wir können uns die Belohnung von Weltstufe 6 abholen. Und wie ihr seht, es gibt halb 15 Weltstufen, ne? Und das ist schon nice. So. Belohnung abholen. Eine Belohnung abgeholt. Ich weiß gar nicht, was wir bekommen haben. Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen. Ah, doch, hier. Oh, eine Waffe. Oh, ein LMG, ein blaues. Oh, nice. Nice. Guck mal, das macht über 100 Schaden mehr. 103 Schaden. Und hat eben auch noch Amalfeas Magazin. Es besteht eine Chance von 30%, dass bei einem kritischen Treffer keine Munition verbraucht wird. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ist jetzt nicht die übelst beste Mod. Die hat eine geile Mod, nämlich die Magazinrolle. Es gibt Mods in Kategorie 1, 2 und 3. Und ihr seht, Magazinrolle hat 2. Das heißt nicht, dass die hier im Slot 2 ist, sondern es gibt wirklich 3 Stärke-Slots. 3 Stärkestufen der Mods. Und Magazinrolle ist eine hier Stufe 2 Mod. Wenn in deinem aktuellen Magazin nur noch 50% oder weniger Munition ist, kannst du eine Rolle vollführen, um all deine ausgerüsteten Waffen schnell nachzuladen. Das ist so geil. Ich habe Zweitwaffe Pumpgun, automatische. Schieß die leer. Wechsel auf das LMG. Schieße dort die Hälfte weg. Lade nach und dann ist die Pumpgun und das LMG nachgeladen. Nee, ich lade gar nicht nach, ich rolle. Das ist halt das Geile. Ich habe überhaupt keine Ladezeit. Das ist echt gut. Wenn man das beherrscht, ist es eine Spielart, die man wirklich gut an den Tag legen kann. Das ist richtig nice. Vielleicht, deswegen habe ich die Waffe auch mal mitgeholt. Führe ich das euch dann nochmal vor, wie das dann so aussieht beim Gameplay, wenn man das so handhabt, so macht. Das ist echt nicht zu verachten, ey. Das hier können wir eigentlich auch alles verschrotten. Kriegen wir auch wieder diese Mods. Das ist eh alles Alsbach. So. Achso, ich wollte aber eigentlich was anderes gucken. Und zwar wollten wir in die Missionskarte gehen hier. Aktivieren wir das einfach mal, dass ich angezeigt bekomme, wo das Teil ist. Ah, da hinten. Ne? Gut.
Nein, das ist noch eine Tür. Sind wir da reingekommen? Ich weiß es gar nicht genau. So, jetzt haben wir die Mission auch abgeschlossen. Jetzt müsste eigentlich, ja genau, jetzt haben wir immer, wenn man eine Mission abschließt und irgendwo in einem speziellen Gebiet ist, dann kommt immer so ein Icon, wo man dann auch nochmal zurückreisen kann. So, wo musste man eigentlich hin? Hier waren wir stehen geblieben, genau. Da reisen wir doch nochmal dorthin. Ich finde das eigentlich ganz gut aufgebaut. Es geht eigentlich alles relativ zügig. Man hat nicht so lange Ladezeiten. Also mit der PlayStation 5, ich spiele ja das Ganze auf der PlayStation 5, weiß nicht wie genau es auf der PlayStation 4 ist. Kann ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Ich habe mich auch kaum vorab informiert, weil ich war so gehypt von der Demo, dass ich die halb so oft gespielt habe und aber dann auch nicht unbedingt alles wissen wollte gleich, bevor ich loslege. So, hier haben wir nochmal eine Munitionskiste und hier war, glaube ich, auch noch eine Kiste. Ja, genau, Loot Chest. Und nochmal was Blaues. Oh ja, das ist nice. Also langsam. Was haben wir hier? Genau, wir haben sogar Schrotsplitter. Erhöht den Entdeckungs- und Explosionsradius um 33%. Das haben wir nämlich hier auch. Und dann können wir das nämlich hier nochmal. Das ist perfekt. Weil. Ja, den. Obwohl, warte mal, ich weiß gar nicht, ob Schrotsplitter heißt, nicht Schrotsplitter. Ah doch, genau. Das ist hier Schrotsplitter. Das verbessert quasi den Schrotsplitter und den haben wir ausgerüstet. Also ist er gut für uns. So, haben wir hier noch was? Ah, da haben wir noch ein bisschen Mining. Eisen können wir gebrauchen. Wir holen jetzt alles mit, was wir bekommen können, wenn wir es dann nachher brauchen. Ich kriege hier mit dem Charakter weniger Zeug raus als mit dem anderen. Entweder ist das jetzt wirklich ein Zufall. Oder es liegt, weil der andere schon auf Weltstufe 6 war zu diesem Zeitpunkt. Oh, weil bei dem hatte ich in der Demo ja schon Weltstufe 6 frei. Ui, sorry. Gerade den Kaffee geäxt. Okay, ja, wir können aber jetzt hier wirklich schon deutlich gediegener spielen in der Stufe 5, finde ich gerade. Also das fühlt sich zumindest mal gegen die Standard-Mobs relativ okay an. Können wir doch überlegen, nachher auf die Stufe 6 zu gehen. Weil wenn wir Stufe 7 freischalten, dann kriegen wir sogar einen lilanen Gegenstand. Ich habe zwei mit meinem Charakter. Das ist einmal den wir jetzt haben, weil ich den in die Kiste gelegt habe vor dem Let's Play. Und, achso, ich bleibe an dem Lagerfeuer hängen. Und einen, also, ja. Und einen, den ich mit ihm noch nutze. Alter, wir hatten mir gerade mal der Pumpgun in die Seite gehaucht. Ich glaube, wir machen wirklich Weltstufe 6 gerade mal rein. Komm. Ich mach das jetzt im Kampf. Nein, nicht Snipe jetzt. Zieh den Sniper auf mich. Gucken wir mal, ob das jetzt noch gut geht. Wo ist er denn? Da oben, ne? Die Sau. Oh, der hat nice gesessen. Hat ihn gekillt sogar. Ich zeig nicht meinen Kopf, zeig du doch deinen Kopf hier. Raketenpower! Yippie-yay, hat er gerade so gesagt. Yippie-yay. Da ist der Sniper. Der Sniper ist tot, das ist wichtig. Warum ist Weltstufe 6 auch schon voll? Hä? Ah ne, die geht glaube ich nicht, weil wir im Kampf waren. Das kann sein. Irgendjemand hat gerade was getroppt. Das hat sich sogar angehört, als wäre das irgendwie was Spezielles. Also, weil das eher blau ist. Okay. Blaues macht also auch so Drop-Geräusche. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da ist noch ein Sniper. Da hinten ist er. Haha. Lernt schießen. Oh, nee, jetzt versteckt er sich. Was bist denn du für ein Sniper, hm? Oh, neue Pistole. Ich glaube, diesmal auch lieber. Als die, die wir haben bisher. Oh, ist das so geil hier, die Leute zu ballern.
Jawohl, Stufe 9. Nice. Jetzt haben wir hier eine neue Fähigkeit. Können wir vielleicht mal probieren. Werkzeug der Vernichtung. Das ist eine Gatling Gun, die man sich quasi selbst holen kann. Glaube ich mal. Glaubt man kriegt dann... Ja, da unten sieht man es ja. Rechts in dem Vorstellungsvideo. Weil ich wüsste jetzt nicht, gegen was ich die eintauschen soll. Weil ich bin gerade recht zufrieden mit den Dingern. Aber man müsste es natürlich trotzdem mal testen, weil es kann ja doch sein, dass so überraschend saugut ist. So. Machen wir was verschrotten eigentlich noch. Ich gucke da lieber individuell bei manchen Sachen. Oh, ja, das war falsch. Dass ich, weil alle blauen, also grün kann man eigentlich schon drücken, aber alle blauen zu verschrotten oder so, das muss nicht unbedingt sein. Also das hier brauchen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ich behalte trotzdem mal. Na, oder nee, komm, wir machen uns auch gerade weg. So. Weil die ist zu schlecht. Auch wenn wir keine andere Pumpkin momentan haben, aber die brauchen wir wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich nicht. So, jetzt gucken wir halt nochmal, ob wir ein bisschen Loot finden und dann vorbrechen. Weil überall können auch diese Kisten versteckt sein. Wir haben jetzt in diesem Gebiet ja noch keine gefunden, oder? Doch, vor dem Gebiet eben da hinten. Da unten, irgendwo, wo wir hergekommen sind. Aber hier selbst glaube ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob einer hier ist. In der Demo waren alle 2 Meter irgendwie eine Kiste gefüllt. Also, als ich die paar Mal durchgespielt habe, habe ich überall gewusst, wo alle Kisten sind. Und da kannst du schon ordentlich abluten. Also, man könnte eigentlich natürlich auch, wenn man die höhere Weltstufen hat, die Story zurücksetzen. Und dann halt einfach nochmal von vorne dort durchbrettern und Kiste nach Kiste looten. Und ja, wenn man dann so einen Kistenrun macht, das mit 4 Leuten oder so, mit hoher Weltstufe, dann hast du wahrscheinlich schon eine Chance, Zeug abzustauben. Das ist so eine Idee, so ein Gedankengang von mir jetzt, dass man das so machen könnte. Oder immer zu einem Storypunkt hin, du kannst ja auswählen, welchen Storypunkt du zurücksetzt. Immer zum Storypunkt hin, wo du weißt, ey, da sind viele Kisten, machst du das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und eben grinden, ne? Ein Loot-Shooter bedeutet auch grind meistens, wenn er gut ist. Achso, ich habe die falsche Mission eingestellt noch. Deswegen zeigt er mir da unten das Schild an. Ah ne, warte mal, falscher Knopf. Missionskarte, Hingabe. Genau. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, Blutturm. Okay. Oh je. Die ganzen Rebellen, die auch in meine Richtung unterwegs sind. Das ist natürlich nice. Freut mich. Es gibt jetzt hier wieder mehrere Wege. Da kommen wir, glaube ich, später sogar rein. Also mehrere Wege, wo man nicht gehen muss, aber wo man eben auch was finden kann. Ne? Ich glaube eben im Kampf, der hat nicht umgestellt auf Weltstufe 6. Also das hat dann nur da oben gestanden, ist aber erst nach dem Kampf quasi eingestellt worden. Also dürfte das auch nicht die Schwierigkeit gewesen sein, die uns jetzt gleich erwartet. Ich bin mir aber nicht sicher, da bin ich mal echt nicht sicher. Kann aber sein, dass der mitten im Kampf, wenn ein Kampf begonnen hat, nicht mehr umstellt. Wäre sogar irgendwo logisch, weil die Gegner ja schon da sind und gespawnt sind und ja. Ob die dann ihre KI verändern und alles. Alter, was ist denn hier los? Ich krieg einen Revolver nach dem anderen und Pistolen. Die Pistole hat aber einen 34er Mac und das hier hat 2 Schaden mehr mit einem 6er Magazin, mit einem Revolver. Ja, ist immer so eine Sache. Was sind das überhaupt, eine Pistole? Ist das eine Akimbo? Muss mal gucken. Ja, Akimbo Pistol. Das ist geil. Könnten wir mal mit dem Gewehr ein paar Tests machen, wie gut es ist. Ah, die Darstelle, ja, oh Gott. Da hatte ich auch Probleme mit meinem Hauptcharakter, glaube ich. Okay. Oh, der macht aber schon gut runter. Aber ich glaube, ich hatte da auch schon eine sehr... Oh, Alter. Bam! Da sprengt's die Köpfe weg. Headshot Beast!
Da hinten kommt nämlich der Chuckernaut, Captain. Captain Chuckernaut. Oh, der verliert nicht so viel Life. Da holen wir doch das Ding raus. Oh, was wirft denn der da nach mir? Anomalien oder was? Ah! Oh, da liegt was Blaues. Ich würde es gerne holen, aber bin ich aber tot. Oben ist auch noch einer. Das Gewehr war, glaube ich, doch besser. Dann kann ich auch dem Captain und seinen Dienern hier Hurensohn, ja. Richtig, du hast das erkannt. Hau ab da, ey. Raketenbatterie, Flieg und Sieg. Wie, widerstanden? Was soll denn der Scheiß? Du hast nicht zu widerstehen. Ich bin unwiderstehlich. Unausstehlich. Komm, frier hinein, Mann. Sonst kratze ich ab. Alter. Oh, ich habe keine Munition mehr mit dem Gewehr. Ah. Die Stiefel holen noch schnell. Nein! Nein! Ich musste da hinten aus der Ecke raus, Alter. Der frisst, aber der frisst, Mann. Ist doch so assi, ey. Und ihr seht jetzt, ist die Weltstufe 6 gar nicht gestiegen. Ich weiß nicht, ob die schon ein paar Prozente bekommen hat. Aber dadurch... Gleich alles auf den Captain, bis der hier ist, muss der schon angeschlagen sein. Könnte seine Schwachstelle aber auch nicht. Der muss weg. Ah, das ist der Nächste, der da nervt. Ah, das war die Schwachstelle. Ah, doch, wohl auf dem Kopf, oder? Okay, das hat sogar gut gezwirbelt. Dann jetzt noch die Raketenbatterie nach. Mine. Oh, Muni leer. Draufhalten. Der muss sterben jetzt. Der hat wieder... Nee, das war hinten dran die Lebensenergie vom anderen, weil manche können sich auch heilen. Jawohl, Captain Down, Captain Down. Das ist gut, das war taktisch clever gemacht dieses Mal. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Und muss ich natürlich da hinten Sturmfeuer reinhalten. Oh, ho, ho. Hat's gescheppert. Alter, was kommt hier alles? Haha, Mine, du Idiot. So, warte mal, ich muss mal was gucken. Was haben wir denn hier? Everglade. Oh, neues Gewehr. Nochmal besser. Testen wir gleich mal. Vielleicht haben wir da wenigstens ein paar Muni. Ja, haben wir ein neues Gewehr, haben wir wieder ein bisschen Muni. Oder wir haben vom Boden aufgehoben. Das kann durchaus auch sein. Hä? Ah, da. Alter. Was ist das? Ne, da sind noch welche. Was ist mit dem da? Da steht doch tatsächlich einer. Guck mal. Puh.
Lol. Ich kam wie ein Chamäleon und machte mich unsichtbar. Let's go, ausräuchern! Ja, die räuchern sich gerade selber aus, durch die Granaten, die sie fallen lassen in ihrem Materium. Nice. Okay, was ist? Munikiste. Brauchen wir aber. Das Gewehr ist gut. Das Gewehr ist gut. Macht Fun mit dem Ding. Klar, so auf offener Fläche ist es jetzt nicht so geil, wenn du umzingelt wirst, dann wirst du mit dem Gewehr nicht viel reißen, aber so, an sich. Für diesen Einsatz war es echt nice. Ah, hier kommen wir nicht rein. Da gehen wir doch einfach mal weiter. So, kann's gehen. Ja, ja. Ich mach schon. So ist das. Das ist auch so ein bisschen was mich so, diese Dramatik der Story und diese... Genau. Und diese Gewalt, auch um das darzustellen, wie es hier um die Freiheit oder um das Leben hier auf diesem Planeten steht, ist natürlich auch so inszeniert, so Endzeitstimmung wie bei Gears of War eigentlich schon. Man merkt wirklich hier, gibt's nichts geschenkt. Ich mag die Atmosphäre des Spiels und wie es aufgebaut ist. Das gefällt mir richtig gut. Und normalerweise interessiert mich die Story bei so Spielen eigentlich, bei so Loot-Spielen eigentlich relativ wenig. Will ich sagen, gar nicht, das stimmt nicht. Ja, aber ich habe mal so auch, ich habe mir die Clips auch nicht ganz angeguckt, weil ich habe mir das extra aufgespart für den Let's Play. Ich habe alles geskippt mit Kreis, weil ich mir gedacht habe, ich gucke mir es eh im Let's Play an, wenn ich das im Let's Play mache. So, jetzt können wir hier noch was beobachten und da sehen wir schon die ersten Kreaturen. Mutierten Hack fressen. So, das hier sind immer so Schnellreisestationen, falls ihr das noch nicht wisst. Das habe ich eben, glaube ich, nicht erwähnt, falls wir schon eine Flagge aufgestellt haben. Diesen Baum ist eher aufgewacht. Ja, nice. Gibt keinen besseren Ort zum Aufwachen, ne? Und das hier symbolisiert auch wieder das, was ich eben gesagt habe, was ich eben erwähnt habe. Diese düstere Stimmung des Spiels. Hoffnungslos. So wie gerade mit Corona. Lol. So, da sind die Kreaturen. Jetzt bräuchte ich eine geile Pumpgun. Die kann man nämlich schön pumpen. Aber so geht's auch. Zumindest jetzt mal noch. Perforo heißen die. Perforo. Bring mir eine Pizza.
Ich hätte gerne eine Pizza mit viel Perforo-Fleisch. Oh, oh. Ich glaube, wir greifen mal zu härteren Mitteln. Nice. So, und jetzt gibt es hier auch, glaube ich, die droppen unter Umständen auch mal Leder. Mit dem man dann später seine Ausrüstung, also seine Rüstung verbessern kann. Mit Eisen verbessert man quasi die Waffen und mit Leder die Rüstung. Was mich mal interessieren würde, wie wirkt denn das Gewehr gegen die? Ah, geht. Reicht nicht für One-Shot. Aua, es sei denn, ich treffe die Schwachstellen. Nee, komm, wir lassen das Experiment. Lol. So, jetzt besser. Ja, und da kommen halt auch nicht wenige, ne? Das ist aber auch nicht die einzige Art. Ich glaube, der hat Leder getroppt gerade. Ja, genau. Lalalalalala. Oh je. Ja, hier ist es gut positioniert, ne? Das meinte ich auch, man kann dann auch unter Umständen relativ gut taktisch spielen in dem Game. Oh, bessere Hose. Also zumindest mal grüner Pfeil nach oben. Das ist schon mal schön. Aber wir spielen ja auch auf einer höheren Stufe. Ihr könnt aber auch mal die Pistole testen, die Akimbo. Ja, die ist eigentlich auch ganz nice gegen die. Vor allem ist hier mal da ja auch ein relativ hohes. Warum war nämlich auch nicht zu zielen? Da können wir einfach so laufen. Und die ist ziemlich präzise dabei. Das gefällt mir. Und sie hat Stopping Power. Nice. Also man muss da, ich muss da auch noch rausfinden natürlich, für welche Waffen, für welche Gegnertypen, welche Waffen am geeignetsten sind und so. Da ist ja alles auch noch neu. Ja, da gucken wir mal, was wir jetzt alles bekommen haben. Ja, jetzt haben wir wieder ein besseres Gewehr, Maschinengewehr, nochmal aber in grün. Weiß nicht genau, weil das blaue gefällt mir gerade schon gut mit diesem, keine Munition, Verbrauchmöglichkeit, ist schon nice. So, hier haben wir wieder die Initialexplosion, die wir hier auch drauf haben. Das sieht man immer, wenn da so ein rotes Zeichen dran ist. Dann heißt es, hier haben wir den gleichen Mod drauf. Und das ist natürlich schon nice. Weil dann können wir bedenkenlos tauschen. So, hier haben wir auch wieder tragbares Arsenal. Achso, hier haben wir tragbares Arsenal. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil das haben wir gar nicht ausgerüstet. Das wollte ich ja eigentlich auch mal machen. Hier haben wir auch tragbares Arsenal drauf. Wir haben überall den tragbaren Arsenal-Mod. Dann können wir hier mal die schlechtere Hose also mal wegmachen. Oder die beiden schlechteren Hosen. Dann haben wir die Mod auch. So, wie sieht es mit Schuhen aus? Da haben wir Schrotsplitter. Und was haben wir hier drauf? Und man könnte jetzt auch hier vergleichen. Höhere Reichweite vom Peiniger. Okay. Das möchte ich eigentlich nicht aufgeben jetzt erstmal. Aber die Schuhe sind schon ordentlich besser. Oh! Ein zusätzliches Mine kann geworfen werden, bevor die Abklingzeit ausgelöst wird. Oh, das ist nice. Dann holen wir uns einfach diesen Mod hier. Mit erhöht die Reichweite der Fähigkeit um 67% können wir dann sonst wo drauf rollen. Später. Dann machen wir das so. Aber das hier verschotten wir auch.